Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge von meinem Online-Kurs. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine pH-Wertkurve aufnimmt, indem man die theoretisch berechnet. Es wird eine Salzsäure mit der Konzentration 0,1 mol pro Liter mit einer Natronlauge, die Konzentration soll auch 0,1 mol pro Liter betragen, neutralisiert. Es soll 100 Milliliter Salzsäure vorgelegt. Also meine V-Lösung beträgt 100 Milliliter. Das kann ich hier schon aufschreiben. V-Lösung 100. Meine Stoffmenge an gelösten Oxonium-Ionen beträgt die Konzentration 0,1 Mol pro Liter mal das Volumen 100 Milliliter, also 10 Millimol. Die Stoffmenge an OH-Ionen habe ich bislang noch nicht, weil ich ja erstmal nur die Salzsäure habe, die liegt ja vor, da habe ich also im Augenblick 0 und die Konzentration ist die Stoffmenge durch mein Volumen, das sind wiederum, das habe ich ja vorgegeben, 0,1 Mol pro Liter und mein pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus von 0,1, das hatte ich in den vorherigen Kursen ja schon behandelt, es kommt also der pH-Wert 1 raus. Negative dekadische Logarithmus von 0,1 ist also 1. Ich werde das Ganze zukünftig auch nochmal live machen, aber erstmal mache ich das theoretisch. Wir erhöhen unsere Ausgangsmenge auf 110 Milliliter. Ich gebe jetzt 10 Milliliter Natronlauge dazu. Dann habe ich hier 110 Milliliter Lösung. Ich habe jetzt 10 Milliliter Natronlauge dazugegeben und entspricht einer Stoffmenge von 1 Millimol. Und dieses 1 Millimol, was ich dazugegeben habe, das neutralisiert mir 1 Millimol der Stoffmenge der Oxonium-Ionen. Da bleiben jetzt noch 9 Millimol über. Und jetzt habe ich eine Stoffmenge von einer Konzentration hier noch über von, so, die Stoffmenge hier errechnet sich jetzt aus meinem 9 Millimol hier geteilt durch 110 Milliliter und ich habe jetzt hier eine Stoffmenge von 0,081 und wenn ich den pH-Wert daraus ermittle, dann bekomme ich einen pH-Wert 1,09. Damit das ein bisschen deutlicher wird, mache ich das hier mal theoretisch mit zwei Nachkommastellen. Praktisch, hatte ich ja schon mal erwähnt, ist das relativ schlecht. Da kann ich eigentlich keine zwei Nachkommastellen nehmen. Ich wiederhole das nochmal für 120 Milliliter, 120 Milliliter. Die Rechnung, die ist immer die gleiche. Ich habe jetzt hier 8 Millimol. Hier habe ich noch 2 Millimol. Und wenn ich jetzt hier die Stoffmenge ausrechne, kommt dann raus, Stoffmenge ist wieder 8 Millimol durch 120. Da sind dann 0,067 oder 0,6 Periode mit einem pH-Wert von 1,18. Das Ganze kann ich jetzt so weitermachen. Ich habe 100 Milliliter vorgelegt und ich mache jetzt mal die Abstände ein bisschen größer und sage jetzt, ich nehme jetzt mal 100 60 Milliliter, dann weiß ich jetzt hier, ich habe also 6 Millimol Natronlauge zugegeben und hier habe ich noch 4 Millimol über. Da passiert immer noch nicht viel. Ich habe hier hinten eine Konzentration dann von 0,025, was einen pH-Wert von 1,6 ergibt. Ich kann das Ganze jetzt so weiterführen. Ich komme jetzt mal weiter zu den interessanteren oder den interessanten Bereichen und sage mal 190. Ich gebe also 90 Milliliter Natronlauge dann insgesamt dazu. Dann habe ich hier nur noch 1 Millimol Oxonium-Ionen über, weil ich 9 Millimol Hydroxid-Ionen zugefügt habe. Und ich habe dann hier eine Konzentration von 0,005526, was dann einen pH-Wert ergibt von 2,27. Dann gehe ich jetzt mal auf 100
99, dann habe ich hier nur noch 0,1 Millimol und hier habe ich 9,9 Millimol und eine Konzentration von 5,025 mal 10 hoch minus 4, 5,025 mal 10 hoch minus 4, was einen pH-Wert von 3,3 ergibt. So, jetzt muss ich so einen kleinen Cut machen, weil ich, wenn ich jetzt genau 200 Milliliter zugebe, dann habe ich 100 Milliliter Salzsäure und ich habe genau 100 Milliliter Natronlauge zugegeben. Es sind beide starke Säuren. Wir gehen von 100%iger Protolyse aus, also setzen die sich vollständig um in H3 Plus und Hydroxidionen, so dass ich hier jeweils nur noch 0 habe. Ich habe also hier, kann ich einen Strich machen, keine mehr, und hier habe ich 10 zugegeben. Und jetzt kann ich hier theoretisch so keinen pH-Wert aufschreiben. Jetzt muss ich die Autoprotolyse von Wasser nehmen. Von der Autoprotolyse, ich habe ja jetzt praktisch, wenn es komplett neutralisiert ist, reines Wasser über. Und da weiß ich, dass ich einmal 10 hoch minus 7 Mol pro Liter Hydronium-Ionen oder Hydroxidionen habe. Und das gibt mir einen pH-Wert von 7. So, jetzt in der zweiten Hälfte habe ich keine überschüssigen Oxonium-Ionen mehr. Jetzt habe ich nur noch überschüssige Hydroxidionen, weil ich ja jetzt weiterhin Hydroxidionen dazugebe mit der Natronlauge. Ich mache das jetzt erstmal in einem kleinen Schritt mit ein und dann mache ich danach mal einen größeren Schritt. Und dann sehen wir da schon, wohin das führt. So, ich schiebe das hier mal ein bisschen nach oben. So, ich nehme mal einen kleinen Schritt, erst 201. Ich habe also nur noch 1 Milliliter dazugegeben. Habe ja jetzt erwähnt, dann habe ich jetzt hier nur noch 0,1 Mol überschüssiges Natronlauge. Das behalte ich mir mal im Kopf. Ich habe hier natürlich schon 10 Millimol zugegeben. Das sind jetzt praktisch 10,1. Aber diese 10 Millimol haben ja meine Oxonium-Ionen vollständig neutralisiert, so dass ich jetzt hier wieder meine Konzentration ausrechnen kann. Meine Konzentration errechnet sich jetzt hier mit der 0,1 Mol der Hydroxidionen geteilt durch 201 Milliliter. Das ergibt dann 4,97 mal 10 hoch minus 4. Das sind aber die Hydroxidionen, da muss ich jetzt aufpassen, 4,97 mal 10 hoch minus 4. Und mit den Hydroxidionen kann ich jetzt den pOH-Wert ausrechnen. Der beträgt dann 3,3 und der pH-Wert ist, also ab hier muss ich so ein bisschen aufpassen, mache ich mal hier so einen Strich, ne, und sage, Achtung, pOH, und der pH-Wert ist ja 14 minus pH und dann komme ich hier auf einen pH-Wert von 10,7, ne, pOH-Wert ist 3,3 und pH-Wert ist dann 14 minus 3,3, sind hier die 10,7. Dann kann ich jetzt wieder ein bisschen größer machen, jetzt passiert wieder nicht viel, 240, 4, hier habe ich 0,016 Periode. Ne, also hier nochmal meine 4 Millimol geteilt durch 240, gibt mir die Hydroxidionenkonzentration. Dann der Logarithmus davon ist 1,78 und 14 minus 1,78 ergibt mir dann den pH-Wert von 12,2. Und dann nehme ich jetzt nochmal ein bisschen weiter was nach hinten. So, sagen wir mal hier 280. Dann habe ich hier noch 8. Dann bekomme ich hier 8 geteilt durch 280, 0,026 und das geht noch ein bisschen weiter. Und davon nehme ich wieder den Logarithmus, 14 plus dem. So, ich sehe hier hinten schon an meinen Zahlenwerten, dass ich die Kurve hier abflacht. Das ist auch in Ordnung soweit. Die Zahlen, die reichen, um eine vernünftige Darstellung zu erreichen. Ich werde gleich nach Excel hinspringen, das Ganze eintippen und einmal so eine Excel-Kurve zeigen. Und
Ja, hier nochmal kurz erklärt, ab hier müsst ihr aufpassen, hier rechnet ihr mit der Hydroxidionenkonzentration, da rechnet ihr den pOH-Wert aus, also der Logarithmus hiervon ist dann 3,3 und 14 minus 3,3, da kommt ihr auf den pH-Wert von 10,7 und das müsst ihr in den nächsten beiden Fällen auch machen, weil ihr hier jetzt die Hydroxidionen als Überschuss habt. Da kommen immer viele durcheinander, aber ist keine Hexerei. So, und dann sehen wir uns gleich in Excel. So, ich habe meine Werte in Excel übertragen, markiere jetzt meine Werte, gehe hier oben rein und sage hier auf Einfügen, füge ich jetzt hier ein Diagramm ein. Das soll ein Punkt XY sein. Bitte immer ein Punkt XY sein, neben dem Punkt, wo mir meine Messpunkte angegeben werden. Dann zeichnet mir Excel meine Linie schon vor. Hier habe ich einen kleinen Sprung bei 100 drin, obwohl ich hier eigentlich über der Grenze bin. Das müsste ja eigentlich gerade hochgehen, aber das sieht schon ganz ordentlich aus für eine Kurve. Ich kann das hier noch ein bisschen aufhübschen, sage ich mal, indem ich hier bei ganz an der Seite, sieht man jetzt hier nicht, kann ich das Diagrammelement dazu nehmen, kann ich meinen Achsentitel beschriften und sage jetzt hier, dass die X-Achse, das war meine Volumenzugabe VNaOH, Volumen Natriumhydroxid, und meine X-Achse ist der pH-Wert. Also da sage ich nochmal, hier, so, ne, Volumen NaOH. Und ich gebe beim Diagrammtitel dann nochmal die X-Achse, Achsentitel, und sage hier, das soll sein der pH-Wert. Und meine Überschrift natürlich auch nochmal, das ist 0,1 neutrale Mol pro Liter HCl mit 0,1 Mol pro Liter. Oha. So, gut, wenn ich das Ganze ausdrucken möchte, muss ich hier auf dem Diagramm gehen, gehe hier ganz links bei Excel hin und sage drucken, da bekomme ich das Bild dann vorgegeben. So sieht das Ganze dann aus, kann ich so ausdrucken und ist dann in Ordnung, kann mir hier noch ein paar Hilfslinien einziehen, muss ich mal sehen, aber das sieht schon ganz gut aus, das ist so schon durchaus in Ordnung. Gut, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt, man kann also so eine Neutralisation theoretisch nachrechnen, lasst euch da Zeit bei, guckt euch das in Ruhe an, gut, und dann würde ich sagen, bis bald. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und hinterlasst mir ruhig einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Bis dann, euer Lehrer Schröder.